Moin und herzlich willkommen zu dieser kleinen Interviewreihe, in der wir uns mit künstlicher Intelligenz für Studierende, fürs Studium, fürs Lernen beschäftigen wollen und in der wir besonders studentische Stimmen zu Wort kommen lassen wollen. Bei uns ist heute, also virtuell, wir sind in verschiedenen Orten, Jasper Beiermann. Jasper arbeitet für das Hochschulforum Digitalisierung und hat dort einen Artikel oder einen Blogbeitrag geschrieben zu Thema Künstliche Intelligenz unter dem Titel zum Beziehungsstatus zwischen KI-Tools und den deutschen Hochschulen. Herzlich willkommen, Jasper. Schön, dass du da bist. Hallo Franz, ich freue mich, herzlich dass ich willkommen. Da bin. Erzähl mal, du bist Studierender, klar, Hochschulforum Digitalisierung ist immer noch ein bisschen eine Sonderrolle, aber nichtsdestotrotz, du bist Student und hast als Student einen Artikel geschrieben über Künstliche Intelligenz. Wie kommt man dazu, einen Artikel über Künstliche Intelligenz als Student zu schreiben? Ja, also wie gesagt, der eine Kontext war eben, dass ich Werkstudent beim Hochschulforum Digitalisierung bin und das Thema da, naja, seit November letzten Jahres irgendwie immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und irgendwie verschiedene Leute Sachen dazu gemacht haben. Und ja, also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist tatsächlich so ein bisschen persönlicher Kontext, denn ich bin tatsächlich quasi ein bisschen persönlich betroffen von dem Thema gewesen. Ich habe zu dem Zeitpunkt meine Masterarbeit geschrieben und genau währenddessen hat meine Fakultät quasi eine neue Eigenständigkeitserklärung quasi rausgegeben, die ja extrem schwammig war, was da quasi in Bezug auf KI, also man hat versucht darauf zu reagieren, man hat versucht, ja, im Prinzip so ein ganz generelles Verbot auszusprechen, bei dem nicht so ganz klar ist, was das eigentlich bedeutet. Und da ich auf Englisch geschrieben habe, wollte ich quasi Trans-L-Write nutzen, um irgendwie so Formulierungen zu ändern und einfach, weil man, gerade wenn man in einer anderen Sprache schreibt, dann doch sehr dazu neigt, immer wieder dieselben Satzkonstruktionen zu nehmen. Und dann war einfach sehr unklar für mich für 2 Wochen, was darf ich das jetzt und will ich da überhaupt nachfragen? Weil wenn ich nachfrage, dann habe ich eventuell quasi das explizite Nein, dass ich das nicht darf. Ja, und das hat mich dann schon ein wenig beschäftigt. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, wie ich auf diese Idee und auch auf den, ja, den Ton quasi hinter dem Blogbeitrag gekommen bin. Ja, okay, also einmal selber betroffen als Studierender, einmal arbeitstechnisch. Welche Erfahrung hast du selbst damit gemacht, das KI-Tool nutzen zu wollen? Du hast schon gesagt, du hast gedacht, naja, wenn du nachfragst, kriegst du eine Antwort, an die du dich halten musst. Aber nichtsdestotrotz, welche Erfahrung hast du dann mit deinem Tool, das du da nutzen wolltest, gemacht oder auch mit anderen KI-Tools? Und wie bist du damit noch in Kontakt gekommen? Ja, also im Studierendenkontext, ich bin da quasi für mich die erste Begegnung auch im Prinzip erst so, glaube ich, wie für die meisten Leute erst mit ChatGPT November letzten Jahres war und ich zu dem Zeitpunkt auch schon ja den größten Teil meines Studiums quasi fertig hatte. Nicht so ganz in meinem normalen Studienalltag quasi damit in Kontakt bekommen, sondern in erster Linie eben im Kontext von Schreiben meiner Abschlussarbeit und so ein bisschen, ja, noch das Ende einer Hausarbeit. Und die Erfahrung, die ich da gemacht habe, war also gar nicht so krass berauschend. Es gab viele, viele Vorteile oder es gab viel so ein nette Ideen, die ich dann aus DeepL-Write mitgenommen habe, wenn ich da einfach bestimmte Dinge in quasi dieses Feld eingebe und irgendwie andere Formulierungsvorschläge bekomme und wo ich merke, wie, ja, wie breit eine andere Sprache ist und wie viel mehr man irgendwie machen kann und auch, dass ich selber gar nicht unbedingt jedes Wort dabei, ja, verstehen muss, um festzustellen, wie ich das irgendwie besser machen kann, wie ich andere Satzstrukturen benutzen kann. Was mich tatsächlich viel, viel eher so in meiner eigenen Wahrnehmung geprägt habe, waren
meinen Freundinnen, die 4 Fächer gleichzeitig studiert, also 2 so Kombi-Bachelor. Und gerade in ihren naturwissenschaftlichen Fächern quasi den Aufwand an Programmierarbeit für so Protokolle durch so Tools, also vor allem ChatGPT, ganz schön krass reduzieren konnte, weil man irgendwie nicht mehr durch, wenn irgendwas nicht genauso geklappt hat, wie man das gerne möchte, nicht durch 1000 irgendwelche Internetforen scrollen musste, um ja, irgendwie den einen Fehler, den man, das eine falsche Komma, das man so in einem Code gemacht hat, zu finden, das ging ganz schön viel schneller. Ja, ich glaube, das war nochmal eine viel stärkere Erfahrung quasi, also so im Wahrnehmen für mich als quasi das eigene Empfinden, was ich so bei beim Schreiben von Hausarbeiten und bei meiner Abschlussarbeit hatte. Der zweite Kontext, ich glaube, ist gar kein Studierenden quasi Kontext, sondern davon, dass ich das, also ich mache etwas, das heißt Pen Paper Rollenspiel und einfach so vom kreativen Arbeiten, wenn ich sage, ich brauche irgendwie 3 Ideen für Personen, weil ich die quasi in so einer Geschichte verwenden möchte. Wie schnell quasi so ein Tool da einfach ist, um mir auch differenzierte Ideen zu geben. Und ich stelle mir vor, wenn ich irgendwie in einem Studiengang bin, in dem kreative Elemente, wo es erstmal darum geht, jetzt brauche ich 1, 2, 3 Ideen und dann probiere ich irgendwie noch, kann ich darauf aufbauen, dann kann das, also gerade diese generativen KI-Tools, ein ganz schön mächtiges Werkzeug sein. Ein weiterer Punkt, ich habe davon selber eigentlich dann sehr wenig Gebrauch gemacht. Aber ich glaube, gerade wenn man noch nie so eine Hausarbeit geschrieben hat und nicht ja so ein bisschen selber an einen selbst sehr hohe Ansprüche stellt und irgendwie nicht genau weiß, wie fange ich jetzt so einen Satz an und wie sich da so ein bisschen so eine Schreibangst entwickelt. Also das ist, weiß ich, in Philosophie gibt es viele Leute, die irgendwie so sehr starke Ansprüche an sich selbst haben und dann nicht genau wissen, wie sie die irgendwie umsetzen können und dann so ein bisschen so eine Angst dafür entwickeln, überhaupt anzufangen mit ihrer Hausarbeit. Und ich glaube, auch da können solche Tools eine große Hilfe sein, weil auch wenn man nicht quasi diese Dinge, also das, was einem so ein Tool aus einem Prompt heraus generiert, dann übernimmt, es ist trotzdem ein erster Anfang, an dem man eher weiterarbeiten kann. Und weiterarbeiten ist häufig für viele Leute ein psychologisch einfacherer Schritt, als irgendwie ja erstmal irgendwas hinzuschreiben, mit dem man gar nicht zufrieden ist. Okay, das ist sehr spannend, wie du KI schon genutzt hast und wofür du KI nutzt. In deinem Artikel hast du ja verschiedene Hochschulen und verschiedene Ansätze erwähnt. Gibt es da eine Hochschule oder einen Ansatz, der dich besonders beeindruckt hat oder den du als besonders vorbildlich empfindest? Was ich ganz klar als, in meiner Recherche für den Blogartikel festgestellt habe, war das ja auch noch, ist ja noch ein bisschen früher, ist das die Hochschule für angewandte Wissenschaft in Zürich hat sehr früh so ein, ich glaube, das sind irgendwie 4 oder 5 Seiten Dokument herausgegeben, in dem so sehr grobe Richtlinien drin standen, sowohl wie man irgendwie mit Eigenständigkeitserklärungen umgehen kann, als auch was irgendwie grundlegend sinnvoller Weg ist, also dass man irgendwie wenig Sinn macht, diese Tools komplett zu verbieten. Und dann eben auch schon so einen Schritt weitergegangen ist, zu sagen, wie können wir quasi die Nutzung dieser Tools transparent machen? Macht es irgendwie Sinn, so eine Art Promptlist anzulegen, wie man damit gearbeitet hat? Wie kann man das aufdröseln? Ja, ich glaube, das ist so das Idealbild in meinem Kopf,
dass man auf der einen Seite schon so eine klare Linie vorgibt, auf der anderen Seite auch immer noch viel Spielraum für die unterschiedlichen Fakultäten und unterschiedlichen Fächer dabei ist. Und eben diesen Schritt weitergeht, nicht nur zu fragen, erlauben wir es jetzt, verbieten wir es, sondern wir erlauben es, aber wie gehen wir dann in diesem Erlauben damit um? Wie können wir eine Transparenz schaffen? Wie kann man das sinnvoll nachvollziehen? Was hältst du denn davon, wenn einige Hochschulen darüber nachdenken oder das auch tun, KI-Tools zu verbieten, zu sagen, das funktioniert nicht, lass das bitte. Was denkst du darüber? Ich glaube, das ergibt wenig Sinn. Also A, kann man es nicht überprüfen. B, selbst wenn man quasi also das ignoriert, ist es so, dass es diese Tools werden ja sowieso schon, also sowohl in der Wissenschaft als auch quasi in anderen Arbeitsgebieten genutzt. Und wenn die Universität irgendwie auf diese Sachen vorbereiten soll, dann ist ein Verbot einfach quasi ein Defizit in der Vorbereitung darauf. Und deswegen halte ich das irgendwie für, ja, an der Realität vorbei, denn diese Technologie wird so viele andere Lebensbereiche in den nächsten Jahren durchdringen, dass es ja notwendig ist, sich damit auseinanderzusetzen, sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden. Es gibt so einen Aspekt, ich glaube, es gibt so eine berechtigte Grundangst. Niemand weiß so genau, wie das Ganze in 20, 30 Jahren aussieht, wenn also die Technologie irgendwie noch ja viel, viel mächtiger wird und was das irgendwie so für Implikationen für den Arbeitsmarkt hat und so. Das ist der eine Punkt dieser Grundangst, glaube ich. Der andere ist, es gibt immer diese Vergleiche mit dem Taschenrechner, ne? Zu sagen, KI-Tools sind, wir führen dieselben Diskussionen wie mit dem Taschenrechner und bei dem Taschenrechner war es doch auch kein Problem, dass wir den eingeführt haben. Ich denke, das ist auf einer gewissen Art und Weise richtig, aber es ist eben auch, also ja, gewissermaßen zu richtig. Der Taschenrechner hat nämlich, durchaus dazu geführt, dass manche Leute eben keine Kopfrechenfähigkeiten mehr entwickeln. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlimm, aber wenn es jetzt darum geht, dass ich irgendwie so eine höhere Intuition für quantitative Zusammenhänge entwickle, dann ist es in diesem Lernprozess, glaube ich, schon sehr hilfreich, wenn ich einfach viel mit der Hand und im Kopf ausrechnen lerne und ich einfach, um dann höhere Zusammenhänge schneller greifen zu können. Und ich glaube, mit KI-Tools ist es einfach sehr ähnlich, dass wenn ich gar nicht mehr quasi es lerne, einen Text zu schreiben ohne solche Tools oder eine Literaturrecherche durchzuführen ohne solche Tools, dann bin ich vielleicht irgendwann nicht mehr in der Lage, so ganz so schnell zu beurteilen, wie so Zusammenhänge sind, wie man das vielleicht, ja, ob die Tools mir dann das Richtige ausspucken. Ich glaube, das Problem ist da. Das existiert und ich glaube, es hilft auch nicht zu sagen, quasi, ja, das ist irgendwie egal oder das war ja schon immer so. Aber ich glaube, man kann dem überhaupt nicht habhaft werden, indem man einfach Verbote versucht auszusprechen. Das funktioniert nicht. Und du hast ja schon mal, du hast ja schon beschrieben, wie du KI-Tools genutzt hast. Bist du da schon mal in so eine schwierige Situation gekommen oder kennst du andere, die wegen der Nutzung von KI schon in schwierige Situationen gekommen sind? Ja. Also,
ist die Frage, was man genau mit schwieriger Situation meint. Ich hatte da diese quasi 2 bis 3 Wochen, in der das in erster Linie dann eine psychologische Anspannung war. Ich überlege, frage ich jetzt nach, weil sonst wird es mir vielleicht, also dann wird es mir vielleicht verboten, dass es, das will ich irgendwie nicht. Und auf der anderen Seite, naja, es kann mir eben niemand nachweisen, aber ich habe dann irgendwie auch ein schlechtes Gefühl und und ich habe dann einfach nachgefragt. Das hat sich auch dann als unproblematisch herausgestellt. Und ich glaube, das ist auch, ja. Also so als psychologischen Belastung kann ich mir das vor allen Dingen auch gut vorstellen, dass er. Aber es ist halt eine Hürde, die man irgendwie nehmen muss. Und wo ich auch gut verstehen kann, wenn andere Studierende sich vielleicht, also wenn es nicht um eine Masterarbeit, sondern um eine kleinere Leistung geht, auch gar nicht trauen und das oder es nicht für notwendig halten, quasi diese Hürde zu nehmen, dann ins Gespräch mit ihren Betreuern zu gehen. Und ich finde es auch tatsächlich problematisch, dass man quasi diesen Schritt, also in meinem Kontext jetzt quasi den Studierenden überlässt. Mir erwachsen ja quasi nur Nachteile daraus, wenn ich es anspreche. Weil man könnte es mir theoretisch eh nicht nachweisen. Andere Fälle, also ich habe so in meinem näheren Umkreis gehört von Leuten, kenne ich nicht, also ich kenne die genauen Geschichten dazu nicht, wo Leute wohl große Teile quasi von irgendwelchen Arbeiten wirklich 1:1 übernommen haben und das ist dann auch aufgeflogen. Das kann ich niemandem empfehlen und ich glaube auch gar nicht, also nicht unbedingt, weil ich es ganz, einfach weil ich es auch inhaltlich nicht glaube, dass alles, was diese Tools produzieren, so furchtbar gut wären für irgendwelche Hausarbeiten. Das war ja schon fast die Bandbreite dessen, was so in letzter Zeit auch zu KI diskutiert wurde. Also, wo sind die Unsicherheiten? Was muss man davon selber auch klären? Wird damit großartig plagiiert oder wird es im Hintergrund eingesetzt für so andere wichtige Schritte für das Erstellen von wissenschaftlichen Arbeiten? Schön, das mal aus deiner Perspektive zu hören und auch zu hören, dass es auch unterschiedliche Arten und Weisen gibt, damit umzugehen. Jetzt hast du schon gesagt, aus deiner Sicht könnte es hilfreich sein, selber mit den Lehrenden auch die Themen zu besprechen, die einen da umtreiben, also in den Diskurs zu gehen. B würde ich jetzt aber gerne nochmal nachhaken, auch untereinander, also mit den Kommilitoninnen, über die du gesprochen hast, vielleicht auch in deinem Freundeskreis. Wie diskutiert ihr da eigentlich über künstliche Intelligenz? Findet das statt? Also erzählt man sich gegenseitig, ich habe das dafür genutzt und ich habe das dafür genutzt und vielleicht auch Sachen, die nicht so ganz sauber laufen, erzählt man die sich auch gegenseitig oder ist da ein großes Dunkelfeld, wo alle irgendwie was machen, aber keiner drüber spricht? Ist natürlich schwierig, das einzuschätzen, aber vielleicht kannst du das irgendwie so ein bisschen andeuten. Ja, also wie wird das unter Studierenden quasi diskutiert? Künstliche Intelligenz im Studium. Also die beiden größten Felder, über die ich mit anderen Leuten bisher immer gesprochen habe, sind tatsächlich überhaupt nicht in diesem Feld davon, dass man, was irgendwie so der Standardfall der Diskussion ist, dass es irgendwie darum geht, sich seine Hausarbeiten schreiben zu lassen, sondern erstens der Fall, der eben auch mich selber quasi umgetrieben hat, dass also gerade im Philosophie-Master schreibt man extrem eigentlich immer auf Englisch, weil der Fachdiskurs findet auch auf Englisch statt. Und nun ist man selber im Schreiben englische Texte nicht so super geübt und deswegen benutzt man irgendwie DeepL auf unterschiedliche Art und Weisen. Also das ist der Fall, mit dem ich deutlich mehr, über den ich schon deutlich häufiger mit Leuten gesprochen habe, als darüber, Hausarbeiten mit ChatGPT zu schreiben.
Der andere Fall, über den ich viel am Rande mitkriege, ist eben im Informatikstudium, wenn es tatsächlich darum geht, Code zu generieren und so einfache Probleme damit irgendwie schneller lösen zu können. Dafür bin ich kein Experte, aber da höre ich deutlich häufiger, dass die Leute ChatGPT nutzen. Genau. Die Meinung, die ich so dann dazu höre, wie nützlich das ist oder nicht nützlich, oder ob man ja damit irgendwie mit den Dozierenden sprechen sollte oder nicht, oder das einfach so irgendwie machen könnte, gehen in sehr unterschiedliche Richtungen. Und auch in der Zustimmung davon, ob das überhaupt quasi sinnvoll ist, erlebe ich die Studierenden, also zumindest mein Umfeld, nicht als ganz grundsätzlich irgendwie dem positiver eingestellt als die Menge der Lehrenden. Es gibt auch irgendwie einen großen Anteil von Studierenden, die auch immer noch nicht damit herumgespielt hat, einfach mal um zu gucken, und für die das weiterhin ein bisschen eine Blackbox ist, die sie sich nicht anschauen. Kann natürlich sein, dass die Leute mehr nutzen, als sie sagen. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, es gibt eben immer noch ein sehr großes Feld auch an Studierenden, die sich wenig damit auseinandergesetzt hat. Und der Diskurs wird, glaube ich, nochmal sich in den nächsten Jahren ganz schön verändern, wenn sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden es wirklich eine sehr breite Auseinandersetzung damit gibt. Okay. Und was wünschst du dir in Zukunft für den Einsatz von KI an Hochschulen? Und wo siehst du vielleicht die größten Chancen? Was ich mir wünsche? Das ist, glaube ich, eine ziemlich schwierige Frage. Ich wünsche mir, glaube ich, vor allem erstmal, dass man in ein offenes Gespräch kommt und dass sich das Hochschulwesen anfängt, quasi damit auseinanderzusetzen und man an diese Auseinandersetzung nicht so ideologisch rangeht. Also manchmal habe ich immer das Gefühl, es gibt immer so starke Befürworter und so starke Gegner und dann gibt es irgendwie eine Menge Emotionen. Und ich glaube, das rührt auch ein bisschen daher, dass sowohl die Befürworter als auch die Gegner, zumindest wie die Tools aktuell gerade sind, eigentlich überschätzt wird, was die so können. Und wenn man sich mal ein bisschen damit auseinandersetzt, was man konkret damit machen kann, dann können, glaube ich, viele Ängste, dass damit ganze Hausarbeiten geschrieben werden können und sowas, auch schnell verschwinden. Ich wünsche mir, dass wir über quasi diese Phase möglichst schnell hinauskommen. Dann gibt es noch was, also zwei Dinge, die ich mir nicht wünsche. Einmal, dass wir stark zu mündlichen Prüfungen zurückkehren und B, dass man jetzt irgendwie anfängt, den Entstehungsprozess von solchen Arbeiten auch zu bewerten und so Zwischenabgaben immer wieder, also Zwischenabgaben kann man auch machen, aber dann müssen sie quasi als das explizite Sachen, also explizite Zwischenabgaben sein und nicht die Art und Weise des Herangehens der Studierenden bewerten, weil ich glaube, dass, also meine Erfahrung ist mit mündlichen Prüfungen und wenn Lehrende irgendwie den Ansatz, die Art und Weise des Denkens anfangen zu bewerten, dann kommt in erster Linie raus, dass sie halt ihre ganz persönlichen Präferenzen haben und dahin möchte ich eigentlich nicht, dass quasi diese Effekte größer werden. Bei den Chancen denke ich, dass diese Technologie irgendwie verändern wird, wie wir mit Texten arbeiten, wie wir mit allen möglichen
geht ja nicht nur um Texte, sondern eben auch um... Vielen Dank, Jasper. Wenn du 3 Tipps für deine Kommilitoninnen und für Studierende hättest, die KI-Tools nutzen oder nutzen möchten, welche 3 Tipps wären das? Also, ich glaube, der erste wäre, ChatGPT und so Schreibtools sind immer im Gespräch, aber setzt euch auch mal mit sowas wie Elicit oder Connected Papers oder Semantic Scholar, das sind alles so Literaturrecherche-Tools auseinander. Auch das sind mächtige Werkzeuge, wo ihr vielleicht Sachen findet oder Zusammenhänge erkennt, die ihr so, also über eine normale Literaturrecherche, nicht so schnell erkennen würdet oder auch gar nicht. Der zweite Punkt ist, ja, was ich im Prinzip vorher schon betont habe, redet mit euren Lehrenden. Es hilft quasi, glaube ich, also es hilft euch langfristig, glaube ich, am besten, wenn ihr mit euren Lehrenden einfach klar abklärt, was ihr wollt, damit machen wollt und wie ihr es machen wollt. Und ich habe erstmal ein sehr großes, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ein sehr großes Vertrauen darin, dass wenn man den Lehrenden erklärt, wie das Ganze funktioniert und welche Arbeit einem dadurch wirklich abgenommen wird, man nicht damit rechnen muss, dass einem irgendwas verboten wird. Macht das dann vielleicht transparent, aber zumindest bei allem, was ich mitbekommen habe, ist, wenn man, war das alles unproblematisch, sobald man in ein Einzelgespräch gegangen ist. Und drittens, ja, probiert diese Tools auch nicht nur für die Uni aus, sondern für alles Mögliche. Vielleicht schreibt ihr als Hobby irgendwelche Texte, Romane, oder macht was sonst was damit. Auch das ist irgendwie eine Art und Weise, die Stärken und Schwächen dieser Technologie kennenzulernen, die euch dann später vielleicht im Studium durchaus nützlich sein kann. 3 sehr schöne Tipps. Vielleicht doch noch eine abschließende Frage. Wir machen das hier ja im Rahmen eines Kurses zu KI. Wenn du dir vorstellst, du würdest diesen Kurs später belegen, was du auch kannst, welche Frage sollten wir beantworten? Also wonach sollen Sophie und ich unseren Inhalt noch strukturieren? Was muss unbedingt noch mit rein? Welche Frage ist für dich zu KI vielleicht noch offen? Ich glaube, die Frage, die mich am meisten damit rumtreibt, auch weil ich ja jetzt quasi am Ende meines Studiums bin und deswegen immer damit beschäftigt bin, irgendwie so für mich selber auszumachen, was aus meinem Studium quasi werde ich überhaupt quasi in meinem späteren Leben brauchen. Und ich glaube, das ist auch eine Perspektive, die natürlich, also viele Studierende deutlich länger auf ihr Studium einnehmen, als ich das getan habe. Und deswegen ist, glaube ich, eine Sache, die mich immer sehr beschäftigt, wie wird eigentlich diese Technologie die Arbeitsfelder beeinflussen, in die man nach dem Studium geht, egal was das sein möge. Und ich bin mir sicher, dass es viele Arbeitsfelder gibt, die davon äußerst stark beeinflusst werden. Und ich glaube, das sind Fragen, die wir uns alle stellen sollten und die man auch sich gerade als Studierender stellen sollte. Weil das wird sich verändern und über den Zeitraum des eigenen Studiums hinweg wird das vielleicht schon wieder ganz anders aussehen als zu dem Zeitpunkt, als man angefangen hat zu studieren. Vielen Dank für diese Anregung. Das nehmen wir auf jeden Fall mit in die weitere Planung. Vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Ich fand es sehr erkenntnisreich, auch für uns nochmal. Und danke dir einfach. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und ich hoffe, allen, die uns zuhören, macht es auch Spaß. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Gespräch. Bis bald.